schlafen. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Zuerst habe ich noch eine kurze Frage. Ja. Wie haben die mich gefunden? Ich meine, ich war seit 10 Jahren nicht mehr in der Nähe eines Assassinen. Den Namen benutzt? Nein, vor heute noch nie. Plastikgeld? Nur Bargeld. Telefon? Wen sollte ich anrufen? Führerschein? Motorrad. Das war's wohl. Das ist die Antwort. Foto, Fingerabdrücke. Das ist ein Pharmakonzern. Was hat Abstergo mit der Führerscheinstelle zu tun? Desmond, diese Typen sind überall. Sie... tut mir leid, ich kann nicht darüber reden. Gar nicht müde? Verdammt, abgeschlossen. Ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil zu gewinnen. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf dass ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll.
Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein. Jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Oh. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Er scheint in Eile zu sein. Hat der es eilig? Vorsicht! Glaubt ihr, dass wir von jemandem verfolgt sind? Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Bitte, sei kurz. Habt ihr das gesehen? Warum tut er das wohl? Was er wohl vor? Hinfahren!
Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Hätte dir besser nicht getan. Genug, genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden.
Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Sollte ein Mann kämpfen. Jetzt ende dein Leben. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Werft eure Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf gibt es auch keine... Ob er von jemandem gejagt wird? Warum ist der in euch der Angst? Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Ich bin nicht verrückt. Habt ihr etwas zu sagen? Was er wohl vorhat. Das musstet ihr doch nicht tun, oder? Ja!